Ihr kennt ja sicher Siri. Siri gibt es auf dem iPhone 4S. Was ist Siri? Wenn ihr bei eurem iPhone 4S den Home-Button ein wenig länger drückt, dann kommt Siri. Ihr könnt dann Siri zum Beispiel fragen: Brauche ich heute einen Regenschirm? Siri antwortet euch zum Beispiel: Nein, das Wetter wird heute warm, und zeigt euch das Wetter, das aktuelle Wetter aus dem Wetter-App an. Aber das iPhone 4S hat auch etwas anderes Neues, und es nennt sich Speech to Text. Speech to Text bedeutet, also wenn ihr es vielleicht schon gesehen habt beim euren iPhone 4S, ihr habt auf eurer Tastatur, Keyboard, wie man es halt auch nennt, einen neuen Button. Der schaut wie ein Mikrofon aus. Wenn ihr den drückt und einen Satz sagt oder ein Wort oder einen Buchstaben, dann sagt ihr das, klickt auf Fertig und es schreibt euch automatisch hin. Ja, und das könnt ihr jetzt auch auf den älteren Geräten haben, nicht nur aufs iPhone 4S. Ja, Siri geht noch nicht auf die älteren Geräte. Bis jetzt wurde nur das GUI geschafft. Da könnt ihr Siri etwas fragen, aber Siri antwortet nicht zurück auf den älteren Geräten. Daran wird noch gearbeitet, aber das Speech to Text wurde jetzt voll auf die älteren Geräte geportet. Jetzt könnt ihr es auch auf dem iPhone 4, iPod Touch 4 haben und so weiter. Ich zeige euch heute, wie es funktioniert und wie man es installieren kann. Jetzt kommen wir zur Funktion. Also ihr geht irgendwo in eine App oder so, wo ihr eine Tastatur klickt. Ich gehe jetzt mal dahin. Und ja, jetzt seht ihr hier das Mikrofon und ich klicke mal hin. Hallo. Danach müsst ihr auf Fertig klicken. Und es schreibt Hallo automatisch hin. Das Programm, mit dem ich aufnehme, Screen Splitter, ist ein wenig langsam. Wie ihr seht. Ja, wir können es auch schwerer machen. Nicht Websuche, tut mir leid. Ich wollte auf das X klicken. Ja, und jetzt frage ich mal: Wie geht es euch? Fragezeichen. Dann wieder auf Fertig klicken. Ist wieder ein bisschen langsam, dieses Programm. Ja, es geht nicht nur in dem Spotlight Search, sondern überall. Zum Beispiel auch in den Notes App. Notizen App meine ich. Da drücken wir es auch. Morgen habe ich Schule. Punkt. Und es schreibt euch morgen habe ich Schule. Punkt hin. Es geht auch mit Doppelpunkt, mit Fragezeichen, mit Ausrufezeichen. Das versuchen wir jetzt mal. Doppelpunkt. Dann seht ihr Doppelpunkt. Es geht auch mit Ausrufezeichen. Da seht ihr das Ausrufezeichen. Fragezeichen. Seht ihr Fragezeichen? Punkt. Warum? Versuchen wir es nochmal. Punkt. Ihr müsst auf. Ja, jetzt hat es einen Punkt. Okay, ja. Ich kann jetzt auf Deutsch sprechen, aber ihr könnt auch auf eine andere Sprache sprechen. Ich werde euch in der Beschreibung posten, welche Sprachen derzeit supported sind. Ich habe es jetzt auf Deutsch, weil ich hier alles auf Deutsch habe. Wie ihr seht, die Tastatur auch. Und wenn ihr zum Beispiel Englisch reden wollt, dann geht ihr in das Einstellungs-App. Allgemein, dann geht ihr runter, Landeseinstellungen, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, auf Sprache, Englisch. Ja, ich mache das jetzt nicht. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Installieren. Zum Installieren öffnet ihr euer Studio, geht auf Verwalten,
Paket oder Quellen, bearbeiten, hinzufügen und dann fügt ihr das hier ein. Ja, hier. Das hier. Und dann geht ihr auf Quelle hinzufügen. Ich mache es jetzt nicht, abbrechen. Dann findet es mal und dann geht ganz runter, also scrollt ganz runter, dann seht ihr da Serials. Dann installiert ihr es einfach. Also ihr braucht kein GUI auf euren iPhone oder iPod, iPad. Ihr braucht kein GUI. Und ja, derzeit wird nur iOS 5 supported. Aber in der nächsten Zeit, morgen, übermorgen oder so, wird auch iOS 5.01 supported. Derzeit nur iOS 5. Ihr braucht nur das Serials zu installieren. Ihr braucht kein Siri-Port zu installieren, gar nichts. Nur Serials, dann habt ihr Speech-to-Text. Okay, Leute, ich glaube, das war's jetzt. Und viel Spaß mit Serials. Danke, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Ausrufezeichen. Und ja, es hat es hingeschrieben. Tschüss Leute, viel Spaß. Ach, Sunrain und Eric Day haben daran gearbeitet. Und ja, ich werde sie euch auch in der Beschreibung reintun und dann könnt ihr sie followen. Und ja, das kommt auch in die Beschreibung. Und welche Sprachen supported sind, kommt auch in die Beschreibung. Tschüss Leute, das war's. Viel Spaß.